Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch gerne zeigen, welche Pflanzensamen ich mir gekauft habe. Und zwar geht es hierbei nicht nur um Gemüsepflanzensamen, sondern auch um Kräuter- und Blumensamen. Ja, und was ich mir da so gekauft habe, das ist so einiges. Okay, wo fangen wir am besten an? Ich würde mal mit den Salatsorten anfangen wollen. Das ist einmal Babyleaf Salatmischung. Und zwar ist das Doloroso Red Salat Bowl, Salat Bowl australischer Gelee und etwas Grit, was auch immer das sein mag. Dann habe ich zweimal australischer Gelee, also Pflücksalat, zwei verschiedene Marken. Und einmal ein Pflücksalatsortiment mit Saatband. Das ist auch Lolo Rosso Salat Bowl, Red Salat Bowl. Dann einmal Kopfsalat. Davon habe ich mir nur eins gekauft, da im Kopfsalat ja am meisten Nitrat drin ist und deswegen möchte ich davon nicht so viel essen. Ja, und dann habe ich noch einmal Feldsalat gekauft, da mein Sohn und ich sehr gerne Feldsalat essen. Ja, dann geht's weiter mit einmal Brokkoli, zwei verschiedene Marken Kohlrabi. Die habe ich vor allem gekauft für meine Meerschweinchen. Ich habe nämlich vier Meerschweinchen, für die, die es noch nicht wissen. Und die fressen sehr gerne die Blätter davon. Ab und an gebe ich ihnen auch mal ein bisschen was von der Knolle, aber nicht zu viel, sonst gibt es Blähungen. Naja, und wir essen hin und wieder auch gerne mal Kohlrabi. Dann habe ich noch einmal Buschbohnen. Finde ich auch ganz toll, weil ich esse auch sehr gerne Bohnen. Und einmal Möhren. Auch vor allem für meine Meerschweinchen, aber auch ab und an für uns, da ich mir daraus gerne mal einen frisch gepressten Möhren-Orangensaft zubereite oder mein Sohn sie auch gerne mal roh knabbert. Dann geht es weiter mit zweimal Tomaten. Tomaten ist das Gemüse, was mein Sohn und ich wirklich am allerliebsten essen und das in Rohform. Dann habe ich auch noch drei verschiedene Sorten Kräuter. Die sind alle gemischt, wobei sich dann die ein oder andere dann nochmal wiederholt, sag ich mal. Und zwar einmal hier diese Wilder Genuss Salatmischung. Die besteht aus Wilde Rauke, Sauerampfer, Spitzwegerich, Basilikum, Meldegrün, kenne ich gar nicht, und Pimpinelle. Davon habe ich schon öfter was gehört, habe es aber auch noch nicht probiert. Von daher bin ich sehr gespannt, wie die schmecken. Die kann man sich ja prima mit in den Salat reinschneiden, auch als Kräutergewürz sozusagen. Das sind ja Gewürzpflanzen, also ja, Gewürzpflanzen. Da bin ich mal sehr gespannt. Dann einmal Dill, Oregano, Schabziger Klee, kenne ich auch nicht, Wilde Rauke und nochmal Pimpinelle. Und dann noch Portulac, habe ich auch schon von gehört, aber noch nie probiert. Nochmals Wilde Rauke. Hirschhornwegerich,
Klingt auch gut. Asiasalatmix finde ich auch toll. Und Brunnenkresse, auch das finde ich ganz toll. Da habe ich auch schon von gehört. Die soll auch sehr lecker schmecken. Ja, sehr spannend. Dann habe ich noch Rosmarin. Rosmarin hatte ich mal als Ableger geschenkt bekommen. Der ist aber nach kurzer Zeit ist er mir eingegangen. Warum auch immer. Also werde ich es diesmal mit Samen probieren und hoffe, ich habe damit mehr Glück. Und was ganz Tolles, Grünkohl. So dass ich auch im Herbst und hoffentlich im Winter dann was habe. Grünkohl habe ich noch nie frisch gegessen. Ja, da man ihn schwierig bekommt, also wenn, bekommt man ihn ja nur abgepackt, schon geschnitten im Einzelhandel und sowas möchte ich nicht kaufen, da ich eben Kunststoff meide und es auch, wenn es in Plastik abgepackt ist, nicht mehr so gut schmeckt, finde ich zumindest. Ich habe das nur mal in Form von Rohkostchips gegessen und zwar waren die von der Marke Vegans. Waren zwei verschiedene Sorten, vom DM. Und die eine Sorte, die hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Und die andere Sorte fand ich super. Ich glaube, das war mit Rote Beete. Also die waren so lecker. Jo, die werde ich mir dann auf jeden Fall nochmal kaufen. Naja, aber ich weiß, dass Grünkohl auch sehr gesund ist. Und man damit auch so einiges machen kann. Und auch für meine Meerschweinchen ist das auch ein gutes Wintergemüse. So, dann kommen wir jetzt zu den Blumen, denn ich habe mir gedacht, ich möchte in meinem Garten nicht nur Gemüse und Kräuter anbauen, sondern auch ein paar schöne Blumen, da ich Blumen über alles liebe. Da habe ich einmal Vergissmeinnicht, schöner Blauton, dann eine Steingartenmischung, die wachsen eher niedrig. Da muss ich mal schauen, wo ich da noch ein paar schöne Steine entweder günstig oder noch besser umsonst bekomme. Vielleicht hole ich mir einfach ein paar vom Kanal, wenn die denn groß genug sind. Muss ich schauen, dass ich das dann so dazwischen pflanze und schön drapiere. Könnte sicher auch interessant aussehen, vielleicht sogar um einen meiner Bäume rum. Ist mal so meine Idee. Ob das so geht, weiß ich nicht. Werde ich dann sehen. Aber wir wohnen ja noch länger hier, von daher... Wenn dies Jahr noch nicht alles klappt, habe ich ja das nächste und, das, und die folgenden 2 Jahre noch zum weiter ausprobieren. Dann Lavendel. Lavendel liebe ich auch total. Lavendel hatte ich mal als Pflanze, die hatte ich sehr lange. Und das hat immer so schön geduftet und auch die Farben davon, ganz toll. Und mit den Lavendelblüten, wenn man die abmacht, kann man ja auch daraus einen wunderbaren Badezusatz machen. Von daher, oder auch Duftkissen mit getrockneten Lavendelblüten. Von daher finde ich das eine ganz tolle Sache. Allerdings steht hier, Moment, irgendwo stand es. Ah ja. Samen am besten vorher 4 Wochen im Beutel mit Sand in den Kühlschrank legen. Ja, falls da einer von euch irgendwie Ahnung von hat, wie das funktionieren soll und was man da für einen Sand reinmachen soll, dann könnt ihr mir das bitte in den Kommentaren schreiben. Das wäre ganz toll, da ich mich damit überhaupt nicht auskenne. Und stand auch noch irgendwo, mal schauen. Ah, da steht auch, also Standort sonnig und offen, durchlässiger, sandiger, kalkhaltiger Boden. Ja, das sagt mir auch gar nichts. Sand, wie gesagt, was für ein Sand und kalkhaltig, da weiß ich jetzt auch nicht, was gemeint ist. Also falls du Ahnung davon hast und Lavendel schon mal im Garten gepflanzt hast, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir in den Kommentaren schreibst, wie man das macht. Das fände ich ganz klasse. So, und dann habe ich noch
dreierlei verschiedene Blumensorten, ganz toll. Einmal eine bunte Mischung Duftblumen. Da steht hinten drauf, interessante Zusammenstellung einjähriger Sommerblumen, deren Blätter bzw. Blüten stark duften. Diese Mischung eignet sich gut für Standorte, an denen die Duftpflanzen gut zur Geltung kommen, wie zum Beispiel Wege, Bänke und so weiter. Finde ich auch ganz toll, da ich den Duft von Blumen auch liebe. Und sicher nicht nur ich, sondern viele andere auch. Achso, dann einmal eine Mischung bunte Rabatte. Ja, da verstehe ich das auch nicht so ganz. Da steht, ist also auch ein Saatband. Dieses Saatband für bunte Rabatten enthält Blumenarten und Sorten unterschiedlicher Wuchshöhen. Die niedrigen 25 bis 30 cm hohen Blumen wie Löwenmaul, süß Löwenmäulchen, habe ich als Kind immer mit gedrückt, so das, ne, kennt ihr doch so, dass das München so auf und zu geht. Das fand ich immer so witzig. Die selber zu haben, das wäre doch toll. Ja. Portulakröschen etc. kommen an den Beetrand. Die 40 bis 50 cm hohen Ringelblumen, Rittersporn etc. werden direkt dahinter gepflanzt. Und zu guter Letzt kommen die 80 bis 100 cm hohen Kosmeen und Sonnenblumen? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Krass. Sonnenblumen. Wow. Naja, jetzt frage ich mich aber, wie das funktionieren soll mit einem Saatband und wie man das erkennen kann, was jetzt was ist. Ja, falls du davon Ahnung hast, bitte würde ich mich auch riesig freuen, wenn du mir das mitteilen könntest, wie das so funktioniert. Das wäre toll. Und dann, das finde ich auch ganz toll, habe ich mir noch einmal eine bunte Mischung Schlingpflanzen gekauft. Die sind schnellwachsend, also schnellwachsende Kletterpflanzen. Mit dieser Mischung zaubert man einen vielfältigen und kontinuierlichen Blütenflor an Zäune, Pergolen, Kübel und Balkone. Die schönen Blütenvorhänge beranken unschöne Ecken im Garten und bieten gleichzeitig Sichtschutz. Das finde ich ja besonders toll. Ja, und sie benötigen eine Rankhilfe. Da habe ich mir überlegt, dass ich die an Teile meiner Zäune pflanze, an denen nichts wächst. Weil die Zäune sind schon sehr alt und teilweise auch schon kaputt ein bisschen. Und das sieht echt nicht schön aus. Ja, und wenn ich da so Blumen dran pflanze, habe ich mir so überlegt, dann lenkt das davon ab und sieht bestimmt ein bisschen schöner aus. Ja, wenn ich es denn hinbekomme. So, dazu möchte ich jetzt noch sagen, dass ich absolut keine Ahnung habe vom Pflanzensamen vorsehen, einsehen, aussehen. Da ich bis jetzt immer nur Jungpflanzen gekauft habe, die ich einfach so eingepflanzt habe. Das ist ja überhaupt nicht schwer, aber eben mit Samen habe ich absolut keine Ahnung. Deswegen freue ich mich über jeden Tipp von euch dazu, wie, was, wo. Damit wenigstens ein Teil davon angeht oder was wird. Das wäre schon schön, ja. Da würde ich mich wirklich sehr freuen. Ja, das wollte ich euch gerne zeigen. Dann würde ich euch gleich mal noch mit in meinen Garten das erste Mal nehmen. Bis jetzt habe ich ihn euch ja nur vom Fenster aus gezeigt. Ja, um mal zu zeigen, wie ich mir das so ein bisschen vorstelle. Des Weiteren habe ich noch im Kopf auch ein Hochbeet zu machen, am liebsten aus Stein, aber auch das wird nicht einfach werden, da man die Erde mit einem großen Spaten wohl erst abtragen muss,
Man muss das genau abmessen und alles. Auch da habe ich null Ahnung und weiß nicht, wie ich das alleine bewerkstelligen soll, weil ich denke mal, das ist körperlich sehr anstrengend. Weiß ich nicht, ob ich das packe. Zur Not müsste ich es halt doch aus Holz machen, was ich eigentlich gar nicht möchte. Aber naja, gut. Okay. Dann würde ich euch jetzt erstmal kurz mit in den Garten nehmen. So, hier kommen wir zu meinem Garten. Also hier seht ihr erstmal das Gartentor, was ich gerne, also den Gartenzaun besser gesagt, den ich gerne verschönern möchte. Ja, er ist leider auch teilweise, wie gesagt, schon kaputt und sehr instabil. Hier fehlt auch schon so eine Strebe. Das Tor lässt sich leider nicht schließen, da das hier nicht ganz hinkommt. Es geht immer wieder auf. Ja, ist halt alles schon sehr alt. Müsste auch mal neu gestrichen werden. Aber eins nach dem anderen ist mir jetzt nicht so wichtig. Ja, wichtig ist einfach nur, dass ich Gemüse anpflanze, damit wir Gemüse haben dieses Jahr. Und eben frische Kräuter und ein paar schöne Blumen. Das ist mir erstmal das Wichtigste. Ja, und deswegen möchte ich einfach hier diese Rankblumen hinpflanzen, damit es einfach ein bisschen hübscher aussieht. Zeige ich euch mal den Garten im Ganzen. Ja, ist schon nicht klein. Kann man so einiges machen und drin wüten. Ja, hier habe ich einen Rhododendron, der war schon hier. Da freue ich mich natürlich auch riesig drüber und bin mal gespannt, in welcher Farbe der blühen wird, wenn er denn blüht. Allerdings noch vertrocknete Blüten vom Vorjahr wohl. Aber ich denke schon, dass das was wird. Ja, und hier habe ich auch noch mal Zaun, den ich eben mit diesen Rankblumen bepflanzen möchte. Ich weiß auch nicht, ob da überhaupt das eine Paket reicht. Kann sein, dass ich da noch ein oder zwei Pakete brauche. Wenn du davon Ahnung hast, kannst du es mir auch sehr gerne mitteilen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, dann hier rankt ja schon so einiges. Dann haben wir hier noch so eine Ecke. Jo, mit Müll noch, wie ich sehe. Muss ich auch noch alles wegmachen. Ich weiß auch noch gar nicht, weil ich möchte auch einen Komposthaufen machen, wenigstens einen. Weiß auch noch gar nicht, wo ich den hinmachen soll. Vielleicht hast du da auch einen Tipp für mich, wo man oder an welche Stelle man am besten einen Komposthaufen hinsetzt im Garten. Ja, dann möchte ich hier auch noch für meine Meerschweinchen irgendwo ein Hühnerhaus hinstellen mit großem Außengehege dran. Wo, weiß ich allerdings auch noch nicht, wo da der beste Platz für ist. Boah, ich sink hier richtig ein im Boden. Es ist zwar trocken, aber ja, nicht gerade angenehm. Und übrigens wächst hier jetzt auch schon langsam mein erstes Gras und Grün. Yeah! Cool, ne? Ja, das wurde ja alles umgegraben, weil die Vormieter den Garten total verhunzt haben. Ich bin übrigens das erste Mal jetzt richtig so in meinem Garten und sehe gerade was total Witziges in diesem Baum. Das sieht ja lustig aus. Cool. Das gefällt mir. Da könnte ich ja vielleicht auch was reinpflanzen. Ein paar Blumen, die dann hier rausranken. So runter. Ja, das wäre doch eine schöne Idee. Oder? Was haltet ihr davon? Meint ihr, das ist möglich? In so einem Baumloch, sag ich mal. Das ist echt witzig, ja. Doch, das könnte ich mir schön vorstellen. Ja, dann geht es hier weiter. Hier noch ein Baum.
Und da ist noch ein dritter Baum, der ist riesig, riesengroß. Wollte eigentlich auch hier eine Hängematte hinhängen, von Baum zu Baum, aber das kann ich vergessen, da die viel zu weit auseinander sind. Leider. Ja, das wird wohl nichts. Dann muss ich doch eine mit Gestänge kaufen. Ja, dann geht's hier. Ist hier die Grenze zu Nachbarsgarten. Mit einem auch schon, wie es aussieht, älteren Drahtzaun, der auch nicht gerade sehr schön ist. Oh Gott. Und hier auch nicht fest ist. Naja. Eigentlich wollte ich da auch irgendwas hinmachen. Aber da werde ich dann keine Rankblumen hinpflanzen, sondern entweder ein paar Sträucher davor, so vereinzelte, als Sichtschutz und Verschönerung. Oder wie mir eine meiner lieben Abonnentinnen den Tipp gegeben hatte, mit Schilfgras, dass ich die Reihe vielleicht mit Schilfgras bepflanze. Mal schauen. Da muss ich noch überlegen. Ja, und wie ich sehe, waren hier ein paar Osterglocken. Wie süß. So mitten im Garten. Ja, hier auch, genau. Die hatte ich nämlich vom Fenster aus schon gesehen. Das waren auch ein paar Osterglocken. Wahrscheinlich von der Vorgängerin. Ja. So, dann habe ich mir letztes Jahr, bevor wir hier eingezogen sind, habe ich mir das hier besorgt gehabt für meine Meerschweinchen. So für den Anfang. Das habe ich geschenkt bekommen. Da hatte ich bei eBay geschaut. Ja, und musste es nur abholen. Ist ja mal nicht schlecht so. Wie gesagt, bis ich das Hühnerhaus habe, aber ich traue mich noch nicht, die Meerschweinchen hier schon in den Garten zu setzen. Vor allem, was sollen die hier fressen? Das bisschen Grün, das ist ja echt zu wenig. Das, ja, da muss ich wohl noch ein bisschen warten. Jo, das wollte ich euch mal gezeigt haben. Ne? So, da ich, also besser gesagt mein Sohn und ich, mittlerweile zu 60-70% Rohköstler sind und ich uns möglichst autark ernähren möchte, möchte ich eben so viel verschiedene Gemüsesorten und Kräuter anbauen, ja, damit wir uns eben weitestgehend selber versorgen können und ich immer alles frisch da habe. Ich denke mal, dass ich mit der Zeit oder auch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr noch mehr andere Gemüsesorten vielleicht dazu nehme, wie zum Beispiel Kartoffeln, genau, und Zwiebeln und all solche Dinge. Es fehlen ja auch noch, Petersilie, Schnittlauch, glaube ich. Porree wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, es fehlt noch das eine oder andere, auf jeden Fall. Pfefferminze war, glaube ich, auch nicht dabei. Und Pfefferminze mögen wir auch sehr gerne. Hatte ich auch schon im Blumenkasten und habe das dann auch getrocknet, kopfüber angehängt. Und dann in ein Glas mit Schraubdeckel reingefüllt. Das hält ja dann ewig. Und habe uns daraus frischen Pfefferminztee gemacht. Schmeckt so lecker, da kommt kein Pfefferminztee aus dem Beutel mit, absolut nicht. Von daher möchte ich das auf jeden Fall auch wieder haben. Und Paprika, genau. Paprika isst mir auch sehr gerne. Ich glaube, die war jetzt auch nicht dabei. Muss ich mir auch noch besorgen. Ja, es fehlen also noch ein paar Sachen. Jo, so sieht's aus. Ne? Ja, natürlich werde ich euch dann auch zeigen, wie ich teilweise die Samen vorsehe oder aussehe. Und wenn die ersten Pflanzen anfangen zu wachsen, das möchte ich dann auch sehr gerne mit euch teilen und auch, ja, vor allem auch im Garten, wie es dann aussieht, wenn alles grünt und blüht, hoffe ich mal. Und die ersten Tomaten wachsen oder Bohnen oder Salatköpfe oder was auch immer.
Ne? Okay? Ja. Wisst ihr Bescheid? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen möchtet, dann gibt es die eine Möglichkeit, mich einfach zu abonnieren. Dann werdet ihr über jedes neue Video von mir informiert und verpasst keins mehr. Dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit, alles Liebe und bis zum nächsten Video.